Darf ich anfangen? Ja, du darfst anfangen. Sehr schön. Guten Abend. Das ist wieder cool zu sehen oder zu erleben, dass die Halle zwar nicht voll ist, aber wir wissen, dass Sie da sind und darüber freuen wir uns. Mein Name ist Olaf Kretschmann. Ich bin Geschäftsführer der Stadtwerke und wir unterstützen dieses Format, was Sie heute Abend hier sehen, und ich freue mich, dass das jetzt losgeht. Diese Auftaktveranstaltung oder das, was ich Ihnen sage, ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei, einmal das Thema Corona zu streifen. Das ist ja der Grund, warum die Halle nicht voll ist. Was ist in den letzten anderthalb Jahren passiert? Natürlich ganz viele Einzelschicksale, darüber will ich auch gar nicht reden. Was ist das Gute, was an dem Ganzen passiert ist? Ich glaube, dass die Gesellschaft achtsamer geworden ist und dass wir vielleicht wertschätzender geworden sind für Begegnungen, die vorher selbstverständlich waren oder wo wir gedacht haben, dass natürlich nimmt man Freunde in den Arm und auf einmal hat man denen irgendwie so einen Sidekick gegeben und das fühlte sich alles ganz komisch an. Also ich glaube, dass wir in Summe ein Stück weit vorsichtiger und wertschätzender geworden sind, auch für das, was wir nachher hier erleben. Das gibt, ich denke, auch so ein, zwei Situationen, wo wir als Gesellschaft lernen mussten. Zum Beispiel, dass wenn wir ältere Leute sagen, wir wollen unsere Rechte behalten, haben wir einfach die Schulen und Kitas zugemacht, um dann festzustellen, na, das ist nicht in jeder Familiensituation das Richtige gewesen, würde man gar nicht wieder machen. Was ist, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, warum habe ich das eigentlich erzählt? Was ist in der Region passiert? In der Region haben wir festgestellt, dass es uns dann gut geht, wenn wir gesunde Unternehmen haben. Und dann haben wir festgestellt, dass in Corona vieles ins Internet gewandert ist. Also gibt es so Initiativen wie von hier gefällt mir, also lasst den Klick hier und sorgt dafür, dass die Unternehmen, dass es den Unternehmen gut geht. Was hat das mit der Kultur zu tun? Ein bisschen ist die Kultur behandelt worden wie die kleinen Kinder, deswegen habe ich das gerade erzählt. Das heißt, man hat gesagt, irgendwie Kultur braucht man nicht. Und jetzt haben wir festgestellt, nach dieser langen Zeit, dass Kultur einfach ein Gut ist, was uns fehlt und was die, wo ich sag mal, unsere Seele ein bisschen leidet, wenn das nicht stattfindet. Und deswegen muss ich mal ganz kurz gucken, ich bin gleich fertig. Genau, ich bin jetzt beim Drittel des Zettels. Nein, ich bin gleich fertig. Also zum Thema, was hat sich noch verändert? Digitales, Homeoffice ist selbstverständlich geworden und das erste Mal haben wir heute ein Livestreaming, das heißt die Besucher, die gesagt haben, ich weiß nicht genau, ob das richtig ist, wenn ich heute Abend hier bin, die können sich eben über die Stadtwerke Husum-Seite heute Abend das live angucken. Ich hoffe, das funktioniert und es gibt jetzt ein paar Leute, die sich darüber freuen, was ich hier erzähle oder eben auch nicht. Zum heutigen Abend ist es so, dass das, was gefehlt hat und worüber wir uns freuen, ist, dass heute Abend ein Raum eröffnet wird, in dem wir gemeinsam wieder das erleben können, was hier angeboten wird. Und ein bisschen ist es so, die Kultur wurde natürlich unterstützt. Auch wir haben die Unterstützung für Folk Baltica auch in der Zeit nicht eingestellt. Das hattest du ja nochmal erzählt, dass keiner der Sponsoren abgesprungen ist. Finde ich ganz großartig. Aber ein Teil des Lohnes für die Kulturschaffenden ist natürlich auch die Beziehung zu uns, zu dem Publikum. Und das darf heute Abend wieder stattfinden und darüber freue ich mich riesig. Jetzt will ich nochmal allen danken, die dafür gesorgt haben, dass wir heute Abend hier dieses Format erleben können. Großartig, auch dass das so spontan funktioniert hat, dass wir jetzt im Internet sind. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Abend, bleiben Sie gesund und ich freue mich auf das, was wir heute erleben. Vielen Dank, Olaf. Ja, guten Abend, good afternoon, auch von meiner Seite, beziehungsweise im Namen des gesamten Folk Baltica Teams. Das sind meine Kollegin Nele Spitzley, meine beiden Kollegen Harald Hauger und Torge Korf, möchte ich Sie auch nochmal ganz herzlich willkommen heißen heute Abend bei unserem Herbstkonzert hier in der Messe Husum. Diese Herbstkonzerte, die wir dieses Wochenende veranstalten, gestern waren wir schon in St. Nikolai in Flensburg und morgen sind wir nochmal in der Schlosskirche in Gråsten in Dänemark. Das ist quasi ein
man kann sagen, ein fulminantes Finale vom Vogue Baltica Jahr 2021. Es war ein langer Weg, aber wir sind richtig froh, dass wir heute hier auf der Bühne stehen können mit unserem Vogue Baltica Jugendensemble, mit den drei Däninnen von Fiol Ministeriet. Das sind Kirstine Sand, Kirstine Petersen und Ditte Frommseier und natürlich auch Kaike Faltings von der Insel Föhr. Und ja, schön, dass ihr alle da seid, auch wenn ich euch leider kaum sehen kann. Wir können uns heute, glaube ich, auf einen Abend voller Herbst- und Liebeslieder freuen, uns ein bisschen emotional bewegen lassen. Und wir wollen aber noch eine andere schöne emotionale Geschichte erzählen, oder eine schöne Neuigkeit. Denn wir durften konnten am Montag unser Programm vorstellen für die Vogue Baltica 2022. Denn nach unserem Festival im September, da war nach dem Festival vor dem Festival, da haben wir uns kurz ausgeruht und dann gleich das Programm fürs nächste Jahr geplant. Und es wird, das Festival nächstes Jahr wird vom 6. bis zum 15. Mai stattfinden, in nördlichen Schleswig-Holstein und im südlichen Dänemark. Das sind insgesamt 34 Konzerte an 30 verschiedenen Spielorten, so viele wie noch nie. Deswegen heißt das Festival nächstes Jahr auch Klang und Bewegung, Klang und Bewegelse. Denn wir waren ziemlich mutig, wir haben uns in ganz schön viele Richtungen, nach vorne, nach oben, nach unten, in alle Richtungen bewegt und haben einige Experimente gewagt. Das wohl größte Experiment ist, dass wir nächstes Jahr keinen Musiker oder Musikerin als HauskünstlerIn haben, sondern einen Tänzer, den Tänzer und Choreografen Hallgrim Hansegard aus Norwegen. Und wer von euch uns bei Instagram oder bei Facebook folgt oder auch unserem Newsletter, wer das noch nicht tut, ist natürlich herzlich eingeladen, das nachher noch zu machen und sich dafür einzutragen. Denn der oder die hat dann schon einen kleinen Eindruck gewinnen können. Der NDR war nämlich da am Montag und hat ein bisschen was von Hallgrims Können gefilmt. Und das war ziemlich beeindruckend, wie er einen in 2 Meter Höhe hochgehaltenen Hut einfach mal so von einem Besenstiel runtergekickt hat. Es klingt jetzt lapidar, aber es war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, das ist nur also der Hauskünstler, der kommt nächstes Jahr mit einigen Veranstaltungen zu uns. Es gibt aber noch einige mehr. Und Sie haben am Eingang ja auch schon den Flyer in die Hand gedrückt bekommen für unser Festival nächstes Jahr. Da können Sie auch nochmal euch einen Überblick verschaffen, auch auf www.vogbaltica.de. Da gibt es nochmal zu jedem Konzert, jeder Veranstaltung auch nochmal einen kleinen Text. Und da können dann ab jetzt auch die Tickets gekauft werden. Die gibt es auch bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Und habe ich noch was vergessen? Ach genau, einen Festivalpass haben wir auch nächstes Jahr. Damit könnt ihr für 140 Euro alle Konzerte besuchen. Und vielleicht habt ihr auch eine kleine Weihnachtsidee, ein Weihnachtsgeschenk. Draußen verkauft der liebe Holger, der gehört zu unserem Vorstand vom Förderverein, die uns super tatkräftig im Moment unterstützen. Da gibt es auch Vogue Baltica Kalender für 2022, auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich möchte auch nochmal allen Beteiligten hier ganz herzlich danken, die so wunderbar dazu beitragen, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Das ist natürlich die Stadtwerke Husum, das sind alle unsere tollen HelferInnen, das ist der OK Flensburg, das sind die Techniker, das ist ihr liebes Publikum und natürlich auch die Messe Husum, die darf nicht vergessen werden. Die unterstützen uns nämlich auch ganz großartig. Jetzt gucke ich noch einmal schnell auf meinen Zettel, ob ich auch an alles gedacht habe. Genau, es gibt eine Pause noch, 20 Minuten, ungefähr um 7:20. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Vergnügen in Sturfe Neuelze mit Fiolen Ministeriet und Kaike Faltings. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es freut uns sehr, sehr viel hier im Husum zu sein heute Abend mit euch. Und jetzt wollen wir gern eine sehr liebe Freundin am Bühne invitieren. Und sie spielt die Geige fantastisch und sie singt wie ein Engel. Hier ist Keike Falzings. Schönen guten Abend. Das ist ja fast ein Heimspiel, könnte man fast sagen. Von der Insel Föhr nach Flensburg und dann wieder nach Husum. Da kommen wir doch schon näher ans Wasser. Ich rieche das schon. Deswegen haben wir auch ein Lied von der Insel Föhr mitgebracht. Das heißt Linje Wögen Ogen. Und das geht so. Dankeschön. Vertonung. Wir freuen uns sehr, mit Keike zu spielen. Wir finden, es ist eigentlich das perfekte Match. Ebenso. Jetzt spielen wir ein Stück inspiriert von meiner Zeit in der Schweiz. Ich habe da Cello studiert. Für 2 Jahre und ich habe in Basel gewohnt. Und einer der ersten Tage habe ich einen Spaziergang gemacht am Rhein und dann habe ich gesehen ganz viele schwimmende Menschenköpfe. Und ich habe später herausgefunden, dass man in Basel diesen Fluss benutzt wie ein Transportmittel. Wegen dieser ganz starken Strom kann man so reinspringen und dann kann man nach Hause fließen. Und man hat eigentlich diese ganz spezielle
Reintasche. Man kann das aufblasen und dann alles reinmachen und dann geht es schnell. Und, so hier kommt Floating Heads. Vielen Dank. Jetzt haben wir ein Lied über Liebe. Und es ist ein sehr berühmter Text von der dänischen Autor Tove Ditlevsen. Und die Melodie ist von einer norwegischen ja. Geigespielerin. Die heißt Sigrid Moldestad. Und dieses Lied ist über Liebe und auch über Verletzlichkeit. Es heißt, so zähl mit Jade in deine Hände. Thank you.
Så tag mit hjerte i dine hænder. Tag det voldsomt og tag det blidt. Det rødte hjerte, nu er det dit. Det rødte hjerte, nu er det dit. Og det slår roligt, det slår så dæmpet, for det har elsket, og det har lidt. Nu er det stille, nu er det dit. Nu er det stille, nu er det såres, og det kan sejne, og det kan glemme og glemme tit, men glemmer aldrig, at det er dit, men glemmer aldrig, at det er dit. Det var så stærkt og så stolt mit hjerte, det så i land. Du kan det knuses, men kun af dig. Nu kan det knuses, men kun af dig. Ditte Framsejer. Wir haben als nächstes ein Sea Shanty für euch, also ein Seemannslied von der schwedischen Insel Åland. Und das Lied habe ich im Rahmen der Folk Baltica 2015 beim Eröffnungskonzert kennengelernt. Und da waren wir ja, Musiker aus mehreren Ländern. Ich glaube, es war Deutschland, Dänemark, Norwegen, Finnland. Ja, und dann ja mein Musikerkollege und ich aus Nordfriesland. Also haben wir dieses Lied dann auch in mehreren Sprachen gesungen. En sømands brud skal blåklædt gå, heißt es auf Dänisch. Was mir da eigentlich so bewusst wurde, war, dass obwohl wir da ja ganz viele Sprachen sind und auch diese Sprachen singen können, was uns da verbunden hatte, war die Musik. Also um auch hier nochmal Harald zu zitieren, Musik ist wirklich eine universelle Sprache, die Menschen unabhängig von ihrer Herkunft zusammenbringen kann. Und ich finde, das kann man gar nicht häufig genug zelebrieren. Und in dem Sinne möchten wir dieses Lied, wie gesagt, auch für euch spielen. Mit Finnisch und Norwegisch können wir heute leider nicht dienen, aber wir haben stattdessen dann eine plattdeutsche Strophe mit aufgenommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen für euch auch ganz in Ordnung ist. Musik.
In Zümens Puls gelb Lock let go. Rio, Rio, rei. Sach uns geliehne Böllien blau. Hol en so gut. In jedem Hafen hält Jan Mart. Rio, Rio, rei. Ne andere Seemanns Braut parat. Hol an Jan Mart. At Mordern Siermon fell plasier. Rio, Rio, rei, ankommen vor man übers Wiel, alle Union mag. Die Wellen slan in dat Boot, Rio, Rio, rei, der Seemann hätt sin große Not. In Zümens Brühl, skat Block let go. Rio, Rio, rei. So uns geliehne Böllien blau, hollen so Feltung. Dankeschön. Vielen Dank. The next one. Then you have to imagine this. It was a very, very cold winter's day. And we were sitting inside, playing together and looking out at the snow falling down the sky, over and the wind blew over the ice on the lake, and there was a big snowstorm coming, and out of the instruments came this arrangement from of my tune Norrland, Land des Norden. Thank you.
Schön. And from this winter image to a song that takes place in the middle of the summer. And this song is, again, a love song, of course. And it describes the time when you have just met your love. And you're so in love, you only want to be alone together. And it's called Kan du drømme med mig? Schön. Ja, wir vier haben uns tatsächlich auch bei der Folk Baltica kennengelernt 2019. Da wurden wir nämlich ja, mehr oder weniger gecastet für zwei Schulkonzerte auf der dänischen Seite und eins auf der deutschen Seite. Und da haben wir uns dann mal auf die Suche gemacht nach pädagogisch wertvollen Liedern, die man singen könnte. Ja, und da stießen wir dann auch gleich auf
das gute Lied in einen Haarung jung und stramm. Zitata firalala. Genau. Das spielen wir jetzt auch einfach mal, haben wir uns gedacht. Ich weiß ja nicht, ob ihr mitsingen dürft, aber also es darf euch, glaube ich, keiner verbieten, mitzusummen oder mit dem Fuß mitzuwippen. Ne? Das würde uns freuen. In einen Haarung jung und stramm, zwei, drei, vier, ta-ta, die Rallala, der auf dem Meeresgrunde schwamm, zwei, drei, vier, ta-ta, die Rallala, verliebte sich, oh Wunder, ne Flunder, ne Flunder, verliebte sich, oh Wunder, ne Flunder. Haarung sprach, du bist verrückt, so drei, vier, ta-ta, die Rallala, du bist mir viel zu platt gedrückt, so drei, vier, ta-ta, die Rallala, rutsch mir den Buckel runter, du alle Flunder, du alle Flunder, rutsch mir den Buckel runter, du alle Flunder. Da stieß die Flunder in den Grund, zwei, drei, vier, wo sie nen goldenen Rubel fand, zwei, drei, vier. Ein Goldstück von 10 Rubel, oh, welcher Jubel, oh, welcher Jubel. Ein Goldstück von 10 Rubel, oh, welcher Jubel. Aber die olle Schrulle reicht, zwei, drei, vier, ta-ta, die Rallala dann an der Haarung sieht zum gleich zu drei, vier, ta-ta, die Rallala, denn so ein oller Haarung, der hat Erfahrung, der hat Erfahrung, denn so ein oller Haarung, der hat Erfahrung. Zu drei, vier. Fälschung! Das hat Spaß gemacht. Das andere auch, aber das. Wir haben die letzte Stück für euch. Und nach der Pause kommt diese ganz, ganz junge, talentierte Musiker auf die Bühne. Wir sollen euch freuen. Und wir wollen gerne vielen Dank für Baltica, das ganze Team. Vielen Dank für die Einladung und wir sind so froh, dass wir das endlich mal geschaffen haben, dieses Konzert zu spielen. Hier kommt Schwedischer Sommer. Vielen Dank von Fjordministeriet und Keike Falzing.
Noch einmal. Noch einmal. Thank you.
Vielen herzlichen Dank. Tusind tak skal I have, kære venner. Det er vidunderligt at se jer. I ser rasende godt ud alle sammen. I har set wunderschön aus alle. Wir haben euch vermisst. Seher. Und wir haben uns auch gefreut, hier wieder in der Messe Husum in diesem schönen Saal für euch, mit euch ein Konzert zu machen. Das ist so schwierig, ein Konzert ohne Publikum zu machen. Das haben wir in die letzten 1,5 Jahre so erfahren und deswegen ist das so viel schöner jetzt hier. Und mittlerweile habe ich gehört, dass die Energiepreise gestiegen sind. Ist das richtig? Also ein Argument davor habe ich gehört, das ist so, dass angeblich soll es eine windschwache Jahr gewesen. Das weiß ich nicht, ob ihr überhaupt hier in Nordfriesland habt sowas, ein windschwaches Jahr. Aber ich würde nur sagen, wir würden gern die Stadtwerken heute Abend helfen mit frischer Wind, mit neu frischer Wind, viel frischer Wind, weil es steht ja hier auf der Bühne das Vogt-Baltica-Ensemble, aber das ist nicht das gleiche Vogt-Baltica-Ensemble als letztes Mal hier, seit 2 Jahren in Husum. Wir haben ein ganz großes Generationswechsel gehabt. Viele Mitglieder sind zu alt geworden und neue sind dazu gekommen. Allein diese Wochenende haben wir 3 Debütanten und allein diese Wochenende, dieses Jahr haben wir 10 neue Mitglieder, die zum ersten Mal auftreten. Die verdienen ein großes Hand. Wunderschön, wie geht's euch? Freut uns sehr. Das allererste Stück heißt Tunge Hjerter, Heavy Hearts. Und das war ein neues Stück von die Ida mit die Trompete. Und sie hat das mit Martin, mit der Bassklarinette gespielt. Und dann sind wir weitergegangen mit der Mondwalzer von der schwedischen Klarinettist, dann Gisen Malmquist. Und das war der Rune Lorenzen und die Johannes Stellfeld haben die Solis da gespielt. Die verdienen auch ein großes Hand. Und jetzt geht's weiter mit einem kleinen Kombi von einem sehr schönen und sehr guten deutsches Volkslied, den ich sehr, sehr mag, gerne spiele und höre. Und den verbinden wir mit einem Stück aus Insel Alsen, ein uralter Tanz aus den Inseln Alsen. Und also ein kleines Kombi, wenn jemand gern tanzen möchte. Hier, bitte, mit Maske. Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger schießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in mir still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind drei vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern es frei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auch immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit
Tappay! Andreas ist einer der feinsten und einer von den vielen Lehrkräften dieses Ensemble hier und ein guter Freund, ein Brother in Crime and Music und ein toller Mensch. Kennt ihr Andreas? Ah, ihn soll man kennenlernen, würde ich sagen. Ja, meine Damen und Herren, das ist wieder Zeit, die ganz tolle Trio von die erste Hälfte wieder auf der Bühne zu holen. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod tilbage på scenen igen. Fiolministeriet og the one and only Kaike Faltings. Dankeschön. Sind Sie nicht toll? Ja, ihr auch. Ihr auch. Also, umso eine größere Freude, dass wir jetzt was zusammen spielen können. Das ist immer wirklich was ganz Besonderes und das geht einem wirklich immer ganz nah. Und wir haben uns überlegt, was wir denn da mal spielen könnten. Und da fiel mir eine gute Geschichte ein. Und zwar war das so, dass nach den, also im Zuge des nationalen Umbruchs nach dem deutsch-dänischen Krieg 1864, da zog es ganz viele Leute von den nordfriesischen Inseln Föhr und Amrum nach Amerika. Also es gab eine starke Auswanderungswelle. Und unter diesen jungen Leuten in erster Linie, die es in die neue Welt zog, befanden sich auch Caroline Jappen von der Insel Föhr aus Toftum und ihr Verlobter. Und er ging vor, wie das oft so üblich war, und versprach, sie nachzuholen, sobald er es dazu, ja, zu Wohlstand gebracht hätte. Aber nun war es so, dass er nie zurückkehrte. Und er vertröstete sie ein ums andere Mal mit immer neuen Ausflüchten und ließ sie dann am Ende sitzen. Und Caroline hielt aber all die Jahre unerschütterlich daran fest, dass er eines Tages doch noch kommen möge und sie abholt und heiratet, aber das passierte leider nicht und mittlerweile war sie alt und grau geworden und schließlich dement. Und so geschah es dann, dass der wortbrüchige Verlobte plötzlich wieder allgegenwärtig war. Natürlich nur in ihrer Vorstellung, aber sie deckte ihm den Tisch auf und sie unterhielt sich mit ihm. Gelegentlich tadelte sie ihn dann auch mal und ja, die Jahre gingen ins Land. Man erzählt sich die Geschichte, dass sie dann eines Tages in ihrem feinsten Sonntagsstaat, in ihrem schönsten Kleid draußen vor der Tür stand und wartete, dass er sie abholen soll, ne, zum Tanz. Aber als es dann dunkel wurde, dann rieten die Nachbarn ihr auch, Caroline, geh doch mal rein, das ist doch schon dunkel und er kommt doch bestimmt nicht mehr. Und da lächelte sie dann nur nachsichtig und sagte, Dach, hier kommt noch, ihr hebt mir Dach verspregen. Oder zu Deutsch, doch, doch, er kommt noch, er hat es mir doch versprochen. Das nächste Lied heißt Krampenwelt, zu Deutsch geschrumpfte Welt und erzählt die Geschichte der Caroline Jappen. Seid ihr immer so lyrisch auf Föhr? Es ist wunderschön, Kaike. Ja. Kaike Falsig. Manhattan.
kommst du. Mal niemand kommt, dann zu dir sagen, hör dir zu grün. Atschakta, mauert hier alle Hüs an Könner, Dach, dann ist sie da, verpfefft dich Jur und sie me borstet wie. An Dorst die Tat, an Jungbrot ruß sie nun her, sei wann hier. An Hörd auf Sophia, wieg mich. Bin Nacht, wann Mond an Sternen skien, schacht hart und jod sans gern. An wann bin Nacht, da wieg es reb, hier tat mit ihren Zinstern. A wien weit durst, a wien weit warst, dat weder sich dann fällt. An Wanners an rast blaft dat jung und hörlich kommen wird. An Dorst die Tat, an jung. Das Burgwaldecker Ensemble. Dankeschön. Dankeschön. Thank you.
Tusind tak skal I have. Det var et stykke musik, som vi har lært af den store fiddlespiller fra Shetland, der hedder Kevin Henderson. Stykket hedder Naked and Bare. Der var en stykke von der große Geiger aus die Shetland-Inseln, der Kevin Henderson. Und var her seit 2 Jahren mit seinem Band, sein Trio Nordic Fiddlers Block. Erinnert I dem? 3 Herren her, ja, genau. Wahnsinnig gut. Und der Kevin Henderson kommt zurück im nächsten Jahr beim nächsten Festival und wird da diesen Stück und andere Stücke mit uns bei die Eröffnungskonzerte spielen. Weil beim nächsten Festival gibt es nämlich 2 Konzerte, Eröffnungskonzerte. Das erste wird in Alschern in Sønderborg und das zweite wird hier, meine Damen und Herren. Und da brauchen wir natürlich euch und das ist wichtig, dass ihr eine Karte kaufen für das Eröffnungskonzert hier in Husum am 7. Mai 2022 um 8 Uhr, glaube ich sogar, das ist. Und überhaupt eine Karte an Folk Baltica Festival nächstes Jahr zu kaufen oder ein Festivalpass für 140 Euro, also alle Konzerte für 140 Euro, naja, da kriegt man viel Energie davon. Und ich würde euch auch heute Abend bitten, dass denkt nicht nur an eine Folk Baltica Konzertkarte, denkt auch bitte an eine Karte zu kaufen von Hofkultur in Flensburg, von Norden Festival, von Schleswig-Holstein Musikfestival, von Tönner Festival. Es gibt so viele gute Festivals hier in der Region und wir brauchen euch, wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen Gemeinschaftlichkeit, weil so ist das. Und deswegen ist das Festival nächstes Jahr läuft unter dem Titel Klang und Bewegung. Klang und Bewegung, weil Bewegung ist wichtig für eine Gesellschaft. Und Kunst, Musik ist genau Bewegung. Stillstand macht keine Gesellschaft. Und nach Stillstand kommt der Sturm der Bewegung. Und ihr seid alle Teil davon, dieser Bewegung, dieser Folk Baltica Bewegung. Das sind Künstler, das sind ein Jugendensemble, das sind ein Team in Flensburg, das sind die Presse, die Sponsoren, die Förderer. Aber auch euch Publikum, ihr seid Teil dieser Bewegung. Wir sind tausend von Leuten. Und nächstes Mal von 6. bis 15. Mai im Frühjahr geht es wieder los. Wir sehen uns da. Ja. Dieses schöne Ensemble hat mehrere Zwecke, grenzüberschreitende Talentförderung. Talentarbeit ist einer dieser Zweck. Ein anderer Zweck ist, die Musik der Region wieder zu neu interpretieren, wieder zu erleben und neu auf der Bühne zu stellen. Und das machen wir mit Lieder aus Föhr oder Stücke aus Alsen oder das nächste Stück hier heute Abend, meine Damen und Herren. Das ist ein Polonaise aus Flensburg, ein Flensburger Notenbuch von die Biel, die Familie Biel. Also ein Flensburger Tanz aus den 1790 oder sowas. Und das würden wir jetzt neu machen und mit neues Leben und Energie machen. Hey, klar? Ja. Gut. Noch gibt es Platz.
Allmählich wurde der strenge Winter etwas milder. Der Schnee begann nach und nach zu schmelzen. Und als eines Tages die Mittagssonne schon richtig wärmte, jagte Lovis die Räuber nackt in den Schnee hinaus, damit sie sich wuschen und den ärgsten Schmutz los wurden. Sie weigerten sich und sträubten sich. Sowas sei schädlich für die Gesundheit, beteuerte Fjosok. Doch Lovis blieb unerbittlich. Jetzt müsse der Wintermuff ausgetrieben werden, sagte sie. Und wenn dabei jeder einzelne Räuber draufgehe. Ohne Erbarmen trieb sie alle hinaus in den Schnee. Und bald rollten überall auf den beschneiten Hängen splitternackte und wild johlende Räuber zur Wolfsklamm hinunter. Hat Spaß gemacht. Das war natürlich Worte von Astrid Lindgren, von die
Geschichte über die Ronja Raubertochter, Ronja Röder und Emilia, die auch aus Föhr kommt, hat die Worte gelesen. Und ja. Liebe Freunde, liebe Damen und Herren, heute Abend habt ihr sehr schönes Licht und Ton erlebt, mitgekriegt. Das war Martin Nörbeck, Thomas Bestler und der Torben Gutzeit, einen großen Hand. Wir sind unheimlich dankbar, dass wir in diesem schönen Folkclub hier in der Messe Husum spielen dürfen. Und das war schön, wieder die Zusammenarbeit auf die Beine zu kriegen. Einen großen Hand an die ganze Messe Husum und die Sabine Heuschen. Yeah. Folk Baltica wäre keine Bewegung ohne euch, ohne uns und auch nicht ohne die ehrenamtlichen Helferinnen. Und deswegen ein ganz großer und herzlicher Dank an alle euch. Und Fördern und Sponsoren brauchen wir auch. Also hier arbeiten wir zusammen mit Kreis Nordfriesland, mit Stadt Husum. Die Neubauer Busse fahren das Ensemble jedes Mal und die kriegen Saiten von der Larsen Strings. Und heute Abend haben wir zusammen in Kooperation mit die Stadtwerke Husum zusammen gemacht. Einen riesen herzlichen Dank an alle dem. Ich bin Mitglied ein tolles und sehr arbeitsstarkes Team. Wir haben ein kleines Büro in Flensburg und das sind Torge Korf, das sind Eli Kose und Nele Spitzley. Danke für die Zusammenarbeit, ihr drei. Hier auf der Bühne steht ein Ensemble und da gibt es Lehrkräfte, nicht nur ihr, sondern auch Ida Brenk, Sune Rabeck, Rasmus Seeberg, Martin Lorenzen, heute Abend auch Christine Lise Petersen und the one and only Andreas Topfheu. Einen riesengroßen Dank an euch. Und danke an euch, liebes Publikum. Danke, dass wir heute Abend etwas zusammen gemacht haben. Nicht zu Hause im Sofa vor dem Fernsehen, zusammen hier. Menschen, Musik, Musik macht Menschen und Menschen machen Musik. Vielen, vielen Dank für das Mitmachen. Bleibt unsere Antwort Musik.
Schweigen und Sprache stellen sich nicht ein. Bist du weder Feind noch Freund? Wenn du blind bist, weil Angst dich umzäunt, bleibt unsere Antwort Musik. Bleibt unsere Antwort Musik. Weil er es merken, always
Harald Hauger, meine Damen und Herren, Harald Hauger. Woohoo! Sing it to my eye.